Viele Grüße raus, die geben wir zurück an euch und ich hoffe, dass hier auch eine spannende und schöne Partie bei rauskommt. Wir gehen in die Knife Round, erste Map des Abends, wie gesagt, später dann auch noch das Big Academy Team in der anderen 99 Damage Liga Division für uns am Start. Aber zunächst konzentrieren wir uns auf das erste Matchup und die Knife Round, die in dieser Sekunde vorbei ist. Und AYB darf sich hier die CT-Seite nehmen, wenn sie das denn wollen. Und da ist der Swap drinne. Also AYB auf der CT-Seite, die Retail Row Gangsters folgerichtig auf der T-Seite. Und wir gehen rein. Big Omen Academy Team natürlich. So ist es richtig. So, have fun kommt in den Chat und rein in die Partie. Ja, ich bin ein bisschen raus, muss ich ehrlich gesagt sagen, denn ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gecastet. Aufgrund von technischen Problemen, deswegen erstmal kurz ein bisschen wieder reinfinden in die Materie. So, fühlt sich aber gut an. So, wir gehen rein. Retail Row Gangsters erstmal ein bisschen ins Haus rein. In der Mitte hat man da, in der Mitte, was sage ich schon, vor der Main haben sie Lanze abgestellt, aber nur defensives Abzielen. Und in der Mitte ist es Wism, der da ebenfalls defensiv abzieht. Man will jetzt aber auch gleich noch... Ah, da könnte man schon... Weiß nicht, ob man auf beiden Seiten was gesehen hat. Like hat auf jeden Fall was gesehen und gehört. Und dann gleich der Execute über die Mitte. Der eine Spieler ja, wie gesagt, noch an der Main. Und dann das Ganze als Split. Die Bombe aber weiterhin in den Apps. Und das ist Delcor, der da schon mal den ersten Schaden macht. Thrazer, wie angesprochen, hier mit der Bombe immer noch in den B-Apps. Und jetzt sehen wir auch, wie sich der Main-Spieler da schon zurückzieht. Jetzt über den T-Spawn zurückgeht, aber Thrazer geht da auch nochmal zurück. Also man ist sich noch nicht so ganz einig. Ein bisschen ärgerlich, dass man Wism da schon in der Mitte verloren hat. So, und Abfahrt geht's. Jetzt kommt's auf Angie an, der muss Zeit rausholen. Oder Frex. Zeit ist aber das Mindeste. Angie, der kann keine machen. Asmus ist schon da, der bekommt aber auch erstmal den Frag nicht rein. Damit sollte der Plant jetzt für Thrazer kein Problem sein. Asmus da auf 2 HP gedroppt. Thrazer, Lanze und Like noch am Leben. Und Asmo, wie gesagt, nur noch am Zipfel. Und sie kommen komplett zu viert über die Kitchen jetzt raus. Thrazer über kurz, guter Winkel. Ja, und er muss ja auf kurz gar nicht mehr aufpassen, aber das wird er nicht wissen. Jetzt ist er am 1 gegen 3. 3 AP, er klickt nochmal einen weg. Dann ist es Asmo, der den Schlusspunkt in dieser Runde setzt. Und Mantis, das reicht auch noch ohne Kit. Asmo hätte aber auch noch ein Diffuse-Kit dabei gehabt. Aber das ist in der Sekunde dann irrelevant. Jetzt haben wir die Pause nochmal bei den Retail Row Gangsters. Ich hoffe mal, dass Rocky hier gleich wiederkommen kann, beziehungsweise, dass er jetzt nicht ganz ausfällt und sie da jetzt irgendwie auf den Stand-in nochmal zurückgreifen müssen, denn er ist ja schon scheinbar einmal disconnected während der Warm-Up und jetzt hier nochmal ein Disconnect. Also hoffen wir, dass er seine Probleme da schnell in den Griff bekommt und dass hier Partien nicht durch ja, abrauchende PCs oder was auch immer dahinter stecken mag, irgendwie beeinflusst werden. Easy Anti-Cheat ist abgestürzt. Okay, das kann eben passieren, da steckt man nicht drin. Solche Sachen können einfach jederzeit und jedem passieren. Und deswegen, also wenn es wirklich nur EAC ist, was sich gerade verabschiedet hat, dann denke ich mal, dass es auch nicht lange dauern wird, bis er wieder da ist. Ja, also. Erste Runde geht also an AYB, die eine interessante Form des Retakes gewählt haben. Aber auch interessant, wenn man sich anguckt, wie im Endeffekt die Retail Row Gangsters das angegangen sind. Mit dem, also im Prinzip erstmal im Standardaufbau, dann der Versuch mit zwei Spielern über dem Weinkeller und dem einen Spieler Mitte oben da irgendwas zu bekommen. Dann das Long-Distance-Duell verloren. Da hätte eigentlich dann schon ein Spieler vom Weinkeller so weit vorne sein müssen, dass er vielleicht dann direkt den Refrag gegen das Window setzen kann. Das ist nicht passiert und dann hat man nochmal lange überlegt, oder ja, das heißt lange, für CS-Verhältnisse lange überlegt, was macht man denn jetzt genau. Hat dann aber zurückgeschoben, dann übers B-Haus wieder attackiert und den Plant ja auch bekommen. Angie konnte da nicht viel machen. Und im Endeffekt dann eben dieser 4-Mann-Retake über die Kitchen. Aber er war eben erfolgreich. Eben vielleicht halt auch, weil dann immer noch ein bisschen Aufmerksamkeit Richtung Apps war. Bei den Retail Row Gangsters und Richtung Kurz selbstverständlich. Und man dann gar nicht damit rechnet, dass da so eine Wucht im Endeffekt aus den Apps rauskommt. Ja, sei es drum. Rocky ist wieder da. Wir gehen damit auch in die zweite Runde. Und ja, wir sehen einmal Kevlar bei Thrazer. Deagles sind auch am Start, beziehungsweise CZ.
Und auch Like eigentlich jemand, der an der Deagle sehr, sehr gefährlich ist. Hat da schon die eine oder andere Szene, den einen oder anderen Clip erschaffen. Hier kann er allerdings nicht machen, beziehungsweise nichts machen, außer vielleicht Delcom ein bisschen Informationen geben. Like, ja, jetzt hat er aber gerade Informationen ganz, ganz doll preisgegeben. Denn die Bombe, die liegt jetzt hier in der Mitte unten und die ist gerade nicht so gut pickable. Zumindest müssen sie damit rechnen, dass sie jetzt schon gut abgezielt wird. Delcor macht da noch ein bisschen Infojumps und Rocky muss da warten. Also das sehr, sehr ärgerlich an dieser Phase der Runde, die Bombe da so zu verlieren. Wisdom jetzt mit einem Shot gegen Wenig, aber Strazer. Also damit zwei Frags gefallen und damit können sie hier jetzt vielleicht noch Delcor rausnehmen und dann die Bombe nehmen. Bombe ist gepickt. Und Tracer nimmt sich sogar noch Delcom mit der gepickten M4. Währenddessen fällt endlich gegen Wisdom. Was ist denn hier gerade mit der Runde passiert? Asmo, jetzt Last Man Standing. 1 gegen 3. Ein Kit hat er dabei und eine Flashbang. Und die Bombe ist schon rauf auf dem B-Spot. Wird jetzt geplantet. Und das wird ein richtig, richtig schwerer Retake. Wisdom und Rocky beide ohne Kevlar, Strazer zumindest ohne Helm, was natürlich auch den One-Click eröffnet, aber er hat ohnehin nur noch 80 AP, von daher wäre das sowieso irrelevant. Ja, also in der Theorie reichen drei Kügelchen. Jetzt hat er den ersten bekommen mit Strazer, aber ich denke viel mehr als hier vielleicht nochmal Frags abgrasen, wird nicht drin sein, aber Rocky hat sich zumindest gezeigt und ich glaube, er weiß um den Spieler hinter sich. Nein, weiß er nicht. Oder doch? Er rechnet zumindest damit, aber Wisdom nimmt ihn schließlich raus, also sehr, sehr offensiv, wie sie da nach dem Plant gegangen sind. Und sie bekommen tatsächlich hier die Runde nach verlorener Piste Round und das ist mit dem neuen Money System eigentlich so mit, ja, das ekligste, was passieren kann. Du gehst ja mit minus 1 quasi rein, dann in die zweite Runde, investierst ein bisschen Geld, hast dann noch ein bisschen Geld, also Best Case im Prinzip für die Retail Row Gangster. Auf der anderen Seite gewinnst du die Pistol Round, musst dann eigentlich auch die Folgerunde gewinnen und jetzt bei AYB, ja, ganz, ganz blöd gelaufen, dann diese Runde genau zu verlieren. Jetzt müssen sie nämlich komplett reinforcen und es sieht so aus, als sollte das nicht gelingen. Und wenn dieser Forceball jetzt verloren geht, wovon wir jetzt einfach mal an diesem Punkt der Runde ausgehen, dann heißt es Full Eco danach schieben. Und das ist dann sehr, sehr ungünstig. Aber Angie, der wehrt sich nochmal. Ah, zweiter Shot gegen den Lower-P-Spieler wäre vielleicht noch möglich gewesen, aber sei es drum. Und Rocky ist leider schon wieder draußen. Also, das könnte jetzt ein Running Gag werden. Every round a Rocky out. Aber es wird weitergespielt. Es ist keine Pause gecallt. Na, ist dann wohl einfach so. Man kann ja auch nicht jede Runde deine Pause callen. Ne? Das wird ja irgendwann auch ein bisschen kriminell. Ja, ärgerlich, dass hier solche Sachen passieren. Also ich wünsche dem Rocky, dass sein System ihn hier nicht weiter blockiert beim Counter-Strike-Spielen. So, vier Mann haben sich jetzt hier in dieser Eco auf dem A-Spot verschanzt. Also ganz klassischer Gamble-Play, Angie. Der Einzige, der, wenn er denn was hört, da nochmal Infos geben kann und seine Mates zu sich an den B-Spot zitieren könnte. Auch Wisdom mit der Aufgabe hier, eventuelle Pushes, die man ja auch in so einer Ego-Runde erwartet, abzufangen. Und man tastet sich tatsächlich sehr, sehr langsam vor. Man weiß um die Eco und Rocky ist wieder am Start. Zumindest hat er jetzt ein dickes Portemonnaie. Und AYB bewegt sich halt auch keinen Millimeter. Also die bleiben in dieser Viereraufstellung stehen. Noch wurde ihnen auch kein Anlass gegeben, das irgendwie nochmal zu überdenken. Denn noch haben die Gangsters da nicht viel gemacht. Ich weiß nicht, ob sie eventuell auch einfach Zeit rausholen wollten, damit Rocky dann auch zur nächsten Runde safe dabei ist. Dass sie da erstmal defensiv abgezielt haben. Jetzt weiß ich nicht, ob hier eventuell was gesehen wurde, aber da hat keiner außer Mantis so richtig geguckt. Jetzt wissen sie, dass da kurz auf jeden Fall was kommt. Währenddessen könnte jetzt auch über die Main Wisdom hier ein paar Frags bekommen, der kriegt aber nur einen und das ist eigentlich zu wenig. Angie weiß genau, was abgeht mit der Info, die von Kurz quasi schon kam, zumindest von Mantis, der auf Kurz geschaut hat. Aber das bringt nichts. Asmo jetzt zumindest an der AK, aber natürlich hat kein Spieler in dieser Runde Kevlar. Strazer auf 15 AP und Like auf 55 AP. Das macht es natürlich schon besser holbar, aber da fällt Asmo und damit die einzige Waffe, die AYB in dieser Runde gehabt hat. Wenig und Delcor, die sind noch am Leben. Like gönnt sich den ersten, Lanze. Er nimmt den letzten und so schaffen sie es hier zu viert gegen diese Eco alles dicht zu machen und vom Geld her wirklich absolut solide dazustehen. Man könnte schon fast sagen, die verlorene Pistol Round hat ihn fast in die Karten gespielt. Also da ist jetzt auf jeden Fall schon ein sehr, sehr dickes Polster da.
Ja, und das ist für die CT-Seite natürlich ganz, ganz bitter, denn auf ihrer Seite ist es gezeichnet durch wenig Utility, ja, und noch weniger Rücklagen selbstverständlich. Ja, Molly jetzt auch mal ins Window. Man hat Delcor da auch in den vorigen Runden immer sehr, sehr viel Raum gegeben. Jetzt das Ganze mal durch den Molotow unterbunden. Und schon wieder Stakehold, der ein bisschen Unruhe stiften kann. Währenddessen ist aber Asmus schon gefallen. Jetzt muss man gucken, wie man sich hier umorientiert. Delcor zieht sich hin zum Connector. Da steht auch schon Mantis. Und Delcor bekommt Rizim. So, Mantis, der hört zumindest, was da abgeht, und bekommt auch kurz Lanze. Hat er denn gedacht, die Smoke deckt ihn komplett ab? Also der muss ja damit rechnen, dass da einer im Connector steht. Like! Wie ist das denn gerade passiert? Like! Huh! Gute Reaktion von ihm, nimmt Delcor raus, überlebt mit 7 HP und jetzt eine unglaublich weirde Konstellation, wenn wir da mal auf die Map gucken. Oh, Vanek rechnet mit ihm, das muss ein sicherer Frag sein gegen Like, ist es auch. Und Rocky kann jetzt eigentlich ohne Bedrohung auf den B-Spot gehen. Angie zielt das Ganze aus der Kitchen ab. Gefahr ist jetzt nur, wenn er schnell jetzt Richtung Spot geht, dass er den Spot quasi noch einnimmt, bevor die Retail Rogue Gangsters hier ihren Execute starten. Und jetzt weiß er gleich, was abgeht. Dann werden wir auch sehen, dass Mantis kommt und dass auch Wennick kommt. Aber erstmal liegt der Fokus hier auf den Ts. Bombe gelegt, Tracer an die Bench. Den anderen Spieler lässt man da nochmal am Spot stehen. Und damit 3 gegen 2 Retake aus der Sicht von AYB. Man hat sich viel Utility aufbewahrt. Smoke nochmal, damit kann man die Bench theoretisch rausnehmen. Man will aber natürlich auch damit. Man kennt die Posis nicht. Klar, man will natürlich auch gegen den Van was machen, wollte ich gerade sagen. Aber Strazer und Rocky, die nehmen hier beide raus. Und damit ist es nur noch QK Mantis. 1 gegen 2 Situation. Er hat noch 2 Flashbangs, aber er hat nicht so die Möglichkeiten, die auch noch auszunutzen. Und am Ende nimmt Rocky ihn raus. Und die Retail Row Gangsters holen sich hier die Runde Nummer 4 und damit auch die vierte Runde in Folge. Ja, und jetzt heißt es nochmal Pistols kaufen bei AYB. Nächste Runde steht dann Max Loser an und dann kann man auch mit guter Utility nachkaufen. Also in Kauf nehmen, dass man hier 5 zu 1 am Endeffekt zurückliegt. Oh, Delcor zieht sich jetzt vom Window zurück, damit die Mitte eigentlich jetzt schon aufgegeben. Also die haben sie sich schon mit aller Fulminanz einverleibt. Mantis deckt dann nur defensiv den Connector ab. Ist die Frage, hat Like das auf dem Schirm? Erst nicht, aber dann kann er den Frag trotzdem ziehen. Deagle-Brett ist da nicht reingekommen. Thrazer und Lanze machen da auch ihre Frags. Wennick jetzt noch an der Rampe, könnte noch für eine Überraschungssituation sorgen. Vielleicht ein, zwei Deagle-Klicks und da ist auch der erste. Wennick gegen Like. Und damit nur noch ein 1 gegen 4 für ihn. Also über die Runde, denke ich mal, verliert man jetzt auch nicht mehr allzu viele Sätze. Das wird von den Tees hier gleich gemütlich abgefrühstückt werden. Ja, und dann heißt es nächste Runde. Max Loser drauf. Da kann man wirklich nach allen Regeln der Kunst einkaufen. Könnte auch auf die AWP gehen, wenn Delcor denn da Lust drauf hat. Wennick, ja, schießt da nochmal einen Spieler low. Und nimmt sich tatsächlich nochmal Thrazer. Und das sind nur diese ein, zwei Digge-Klicks, die halt auch wichtig sein können. Aber es ist natürlich vollkommen klar, dass die Ts hier hunten gehen bei dem Geld, was sie da bis jetzt schon zurückgelegt haben. Und das ist halt der Faktor, der eigentlich gerade richtig bestimmt ist. Und sie nehmen sich nicht nur die AWP für Delcor, auch Angie ist hier am grünen Gerät unterwegs. Also Doppel-AWP-Setter auf der anderen Seite. Aber jetzt auch eine AWP. Die ist bei Rocky. Und er scheint hier auf einen schnellen Peak gehen zu wollen, Richtung B-Apps. Aber er zieht es dann doch nur defensiv ab. Aber das könnte genau der richtige Winkel sein. Angie springt ihn rein und damit eine AWP schon rausgenommen. Oh, wie gut ist das denn? Beziehungsweise auf der anderen Seite, wie bitter ist das denn? Und dann sieht er da die Hand, aber Mantis kann trotzdem den Frag gegen Like machen. Damit das Ganze zumindest wieder ausgeglichen. Und eine AWP hat man ja auch noch. Und theoretisch könnte man auch die zweite picken, wenn man das denn möchte. Jetzt fällt aber der Spieler hinten im Jungle. Und das lässt Wennick jetzt hier ganz alleine. Bombe schiebt über den T nach. Der Molly könnte genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Das unterbindet das Ganze und das gibt ihm Zeit. Und seine Mates müssen jetzt nachrücken. Und Lanze muss fallen. Lanze fällt aber nicht. Und damit ist der A-Spot im Prinzip frei. Und jetzt wissen es auch die Ts. CT nachgeschoben. Ein kriegt da Asmo. Delcor kann da zumindest von der Mitte nochmal mit der AWP zuschnappen. Asmo und Delcor jetzt im Retake. 2 gegen 2. Aber die Bombe ist doch gar nicht. Die ist da auf der Box gedroppt. Das kann doch nicht sein. Das macht die Runde ja nochmal komplett auf. Oh, Lanze. Frag gegen Delcor. Asmo sieht da einen Kopf und die kriegt er auch.
Plant wieder abgebrochen und spätestens jetzt weiß er das auch, weil die Zeit überschritten ist. 1 gegen 1, Asmo 42, Lanze 58. Kid ist dabei, eine Smoke noch bei Asmo. Um gegebenenfalls einen Ninja zu machen. Aber sie wissen beide, wo sie sind. Jetzt kommt die Smoke nach rechts, wieso auch immer. Ah, willst du hier ein bisschen Entdeckung nutzen? Und Asmo gegen Lanze. Das 1 gegen 1 geholt, die AWP noch in den Rucksack gepackt und dann das Kid angesetzt und den Defuse durchgezogen. Zweite Runde AYB. Ja, ein Kampfsieg mit ein paar kuriosen Situationen. Der Bombdrop sicherlich auch nicht das, was man da unbedingt haben möchte. Aus Sicht der Retail Row Gangsters. Aber sei es drum. Sie hätten auch deutlich früher schon deutlich aggressiver gehen können. Haben da allerdings noch lange abgewartet. Im Prinzip war der Spot zeitweise frei, zeitweise nur über CT gedeckt. Dann hat auch scheinbar die Utility noch gefehlt. Also eine Smoke nochmal Richtung CT. Man hatte ja Jungle schon down. Hätte eigentlich gereicht, um den Spot hier noch deutlich, deutlich früher für sich zu vereinnahmen. Und jetzt hier, schön, dass er da vorgeht, Wennick. Hat er genau den richtigen Riecher, dass hier gerade ein Spieler versucht, Richtung Cetris vorzugehen. Und jetzt auch mal eine Doppeldeckung am B. Asmo wird sich aber, glaube ich, jetzt wieder zurückschieben. Angie soll das Ganze da alleine decken. Ja, und diese gewonnene Runde kann halt auch wieder komplett nach hinten losgehen, wenn sie jetzt die Folgerunde verlieren auf der Seite der CTs. Denn dann heißt es wieder, kein Geld, kein Geld, kein Geld. Und Like nimmt sich Mantis raus. Tracer aber auch schon durch. Der Doppelpush übers B-Haus. Und der nächste schiebt auch nochmal sofort nach. Rocky jetzt die Bombe auf dem Spot platziert. Wennick und Asmo beide über die Kitchen. Asmo spielt da mit dem Feuer. Und Like. Zumindest die Info. Aber die Info ist von beiden Seiten vorhanden. Jetzt kommt die Flash. Ja, man weiß halt auch um die Geldsituation und möchte dann lieber AK und M4 in Sicherheit bringen. Ansonsten ist es nächste Runde ganz, ganz kahl. Kahl wird so oder so. Aber so hat man nochmal AWP und M4. Na, und eben keinen Loser-Bonus. Und Wennick verschießt. Und jetzt werden sie ihn auf Teufel komm raus hunten. Denn diese AWP rauszunehmen wäre Gold wert. Man bekommt Asmo, aber Wennick bekommt man nicht mehr. Und dann ist es halt die eine AWP, die durchgebracht wurde. Dafür reinzuforcen. Ja, doch, bei dem Geld, was sie haben. Nächste Runde wäre kaufen ohnehin nicht möglich. Also jetzt der Force-Buy. Wenn dieser Force-Buy allerdings verloren geht, dann kommt danach die Full-Eco. Also für die Spannung der Partie, zumindest für die Spannung auch der ersten Halbzeit, wäre es gut, wenn jetzt so ein Force-Buy dann auch mal aufgeht. Wennick, erster Schuss sitzt nicht, der zweite auch nicht. Zumindest weiß er, dass jetzt an beiden Positionen Spieler sind. Dessen hält man sich hier auf den anderen Seiten noch relativ bedeckt. Das Duell in der Mitte könnte noch interessant werden. Asmo, wenn er jetzt das richtige Timing erwischt gegen die Mittelspieler, währenddessen fällt aber schon der Asport komplett in sich zusammen. Wisdom hat da richtig Bock. Ja, und Angie, der kann da jetzt noch lange warten und lange stehen. Denn da wird niemand mehr kommen, die Bombe wird gelegt. Und das einzige Ziel, was die Ts jetzt noch haben, ist das Ganze flawless zu machen und dem Spieler noch CZ und Kevlar Armor abzunehmen. Und da kommen sie auch. Versuchen diese Mission auch zu vollenden. Das schaffen sie auch. Flawless Runde. Und Full Eco, die jetzt auf der anderen Seite ansteht. Nächste Runde. Dreier Loser Bonus dann für AYB. Plus die 2K. Dann können sie gut kaufen. AWP ist auch drin. Wennick hat ja noch 3,7 in seinem Wallet gebunkert. Ja, Wisdom hat die Runde seines Lebens und ich bin nicht auf den Fracks drauf. Ja, das tut mir auch leid für ihn. Du musst in der Demo nochmal selber capturen. Dann kommentiere ich ihm den Clip nochmal, wenn er das möchte. Dann merkt es keiner. So, ab geht's. Thrazer hört da, was abgeht in dieser Eco-Runde. Frage ist, was kann er daraus machen? Nicht besonders viel. Und was jetzt erstmal so als, ach mein Gott, ne, da fällt er halt, kann halt auch ganz schnell eskalieren. Wennick mit einer AK und Angie, der braucht nicht mal eine AK. Jetzt hat er aber eine, nimmt den Track mit der USP. Die haben zwar alle keinen Kevlar, die haben auch keine Utility, bis auf Wennicks Molotov. Aber das kann hier ganz schnell nochmal zu einer gedrehten Runde führen. So, Wennick, jetzt wissen Sie, die AWP ist in den Apps, auch der zweite Spieler ist bekannt. Aber dann kommen die Fracks hier rein, jetzt ist es nur noch Mantis. Und was heißt nur noch Clutch King himself?
Zumindest beim letzten Spiel, was ich von ihm übertragen durfte. Aber Lanze. Er rammt ihm auch die Lanze in den Kopf, durch den Kopf und wieder raus. Und einmal Creme de la Creme durch die Gehirnmasse durch. Ja, aber unglaublich starke Runde von AYB. Also bei dem Mitteleinsatz, den sie da reingeworfen haben, ein absoluter Gewinn. Und jetzt eben, wie angesprochen, Wennick konnte da AWP droppen. Die geht natürlich an Delcor. Und sie können diese Runde zumindest wieder mit sehr, sehr guter Utility bestreiten und müssen dann nicht auf so viel verzichten. Delcor, interessante Position am Mini-Döner. Und was macht Delcor denn da? Triple Kill, richtig stark gespielt von ihm. Und er kommt auch nochmal weg und steht eigentlich genau richtig gegen den Go, der jetzt kommen könnte. Ja, sie wollen doch nicht Richtung B-Apps. Haben sich da erstmal gesammelt, Lanze und Rocky. Aber es ist ein 2 gegen 5, was willst du denn da großartig erwarten? Aber Delcor, was waren das denn bitte für lecker Smarties Muffins, die er da gerade verteilt hat? Halt auch von so einer Position aus. Er hat ja nicht mal vom Mini-Döner aus offensiv gepiekt. Er hat ja wirklich, ist ja nicht vorgegangen. An kurz. Er hat das ja alles von dieser Close Distance quasi ausgemacht. Das ist schon sehr, sehr stark gewesen gerade. Also diese Investition, Wennix droppt da an Delcor, beziehungsweise auch vorher darauf zu achten, dass ein Spieler noch so viel Geld behält, dass jetzt in dieser Kaufrunde die AWP auch da sein kann. Auch das nicht selbstverständlich, dass man das beachtet und auch so reinbringt, hat eben diese Runde gerade entschieden. Triple Kill da an dieser Stelle. Ja, und dann kann das Ganze hier ganz schnell eine Runde werden für AYB. Und die wird es auch sehr, sehr wahrscheinlich sein. Man könnte jetzt noch sagen, gut, Lanze und Rocky, wenn sie die Waffen rausgeben, ist eigentlich egal. Viel, viel mehr wird es AYB wehtun, wenn sie noch Waffen verlieren. Also die können auf jeden Fall nochmal vorgehen. Rocky verbrennt da Delcor. Also einfach mal den Molly da auf kurz geworfen. Will der Autodirector heute auch nicht so. Und jetzt nochmal ein Plant. Das wäre natürlich wunderbar, aber da stehen sie überall und können das natürlich auch verhindern. Mantis gegen Rocky und gegen Lanze. So, und auf der anderen Seite jetzt auch die AWP wieder bei Rocky. Und AYB weiterhin natürlich die AWP bei Delcor, die wir jetzt mal mit einem ganz großen Adlerauge betrachten möchten, bei dem, was er da gerade eben veranstaltet hat. Auch interessant zu sehen, wie AYB umgestellt hat mit der Zeit. Sie wissen einfach, dass die Retail Row Gangsters mit ganz, ganz viel Pressure sehr, sehr häufig die Mitte haben wollen. Jetzt sagen sie, ja komm, lass sie halt ihre Utility verwerfen. Wir probieren erstmal gar nicht gegenzugehen. Das ist nur noch Mantis und der hat sich quasi von Runde zu Runde immer einen Ticken defensiver da am Connector positioniert. Kriegt dann aber einige Hits ab. Oh, auf 8 HP runter. Ja, da kannst du so defensiv stehen, wie du willst. Wenn durchs Brett gebankt wird, ja, dann gibt's halt da ordentlich Schaden. Ah, das ist ganz, ganz bitter. Das wäre auch noch glücklich, dass er dann noch überlebt hat, aber der ganze Schaden, der hätte auch nicht sein müssen. So, man ist da jetzt schon durchgeschlichen. Like, den hat niemand auf dem Schirm. Aber Like, ganz, ganz große Aim-Schwierigkeiten. Das kennt man nicht von ihm. Strazer fällt dann auch noch. Und jetzt stehen sie da auf verlorenem Posten in der Mitte. Lanze und Rocky. So, Rückzug in die Offensive am B-Haus quasi. Baume wird dafür den zweiten Spieler fallen gelassen. Angie ist es, der traditionell hier den B-Spot hält. 2 Flashbangs zum Verzögern hat er noch. Seine Mates wären alle mit Molotow bewaffnet. Das wäre vielleicht nochmal eine gute Sache. Seine Mates stehen aber ganz, ganz weit weg. Schnellster wäre hier noch Delcor, der hier kommen könnte über den Mini-Dönen. Ach, dann hält er einfach den Spray rein. Rocky, der wollte da nicht die Waffe in der Hand haben. Und dann war es das. So, trotzdem können sie dann mal nachkaufen. AWP wird jetzt mal durchgetauscht. Also quasi von Rocky jetzt an Wisdom, der an der AWP jetzt zeigt, was er denn da so kann. Und auch schon wieder umgestellt. Jetzt Delcor mit der AWP mal am Window. Wir haben ihn schon an kurz gesehen. Wir haben ihn eigentlich schon überall gesehen. Also das ist auch sehr, sehr variabel. Wisdom kurz rausgebaitet vom Spieler, der da ein bisschen hinter den Stairs stand und dann Delcor mit dem richtigen Timing rumgezogen. Trotzdem wollen sie weiter am Spot festhalten. Rocky in der Mitte, der macht ein bisschen Stress. Normalerweise mehr Spieler in der Mitte. Also man wird jetzt nicht damit rechnen, dass 3 Spieler gleich durch die Main ausbrechen werden. Wennick, der rechnet auch mit allem. Wennick, 2 Spieler, danach Delcor und jetzt ist es nur noch Like.
Strike. Das war ein Low-Up-Spieler, den hätte er nochmal rausnehmen müssen, wenn dieser Klatsch hier noch irgendwie funktionieren soll. Delcor verschießt. Like. Das könnte die Runde seines Lebens werden, aber die wird es nicht. Delcor nimmt Like raus. 5 zu 8 aus Sicht von AYB. Ja, und das Scoreboard eigentlich sogar relativ ausgeglichen. Delcor durch seine einigen Aktionen in der AWP relativ weit oben. Auf der anderen Seite Thrazer und Wisdom auch da. Ja, Wisdoms Runde seines Lebens, die hier nicht so ganz doll gezeigt wurde, da vielleicht auch ausschlaggebend. NG, der Molly, gut vom Timing, hält die Spieler da erstmal zurück und damit könnte man auch offensive Hauskontrolle erlangen, wenn man das denn möchte. Und Rocky weiter in der Mitte, also den haben sie da jetzt quasi ein bisschen abgestellt. Falls er disconnected, steht er nur in der Mitte. Ah, Wisdom, da kann er nichts machen, aber NG auch ganz, ganz low, bringt aber nichts. Währenddessen der Spieler an der Main gefallen. Das war Like. Und Rocky, ja, dann zerbricht diese Idee in dieser Runde. Langsam aber sicher, man muss aber auch erwähnen, in dieser Runde haben sie relativ wenig gekauft, damit sie in der letzten Runde jetzt hier nochmal reinhauen können. Also auch dieses Riesengeldpolster konnte auf Dauer Stück für Stück aufgelöst werden. Thrazer nochmal mit einem. Aber jetzt ist es halt ein bisschen umgedreht, das Geldverhältnis für die letzte Runde. Interessiert es AYB nicht, ob sie noch Waffen verlieren oder nicht. Von dem her kann es nur die Runde für Thrazer werden oder gar nichts. Na, der Plant wäre für seine Jungs nochmal gut und den lassen sie ihn auch gewähren. Na, haben da vielleicht eher mit einem Fake gerechnet. Thrazer jetzt geht davor. Delcor könnte hier auf den falschen Fuß erwischen. Also Thrazer nochmal ganz viel Schaden gemacht, die Bombe gelegt. Also mehr kann man eigentlich da nicht mehr erwarten aus der Situation raus. Also auch eine starke Runde von ihm, auch wenn sie am Ende natürlich an AYB geht. So, damit rein in die letzte Runde der ersten Halbzeit. Und das Schöne ist, wir sehen einen Autosniper. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber das ist auch schön. Das Schöne ist eigentlich, dass wir auf beiden Seiten jetzt wirklich alles haben. Also die können beide nach Lust und Laune kaufen. Und das beim Stand von 8 zu 6 ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Das verspricht hier nochmal eine gute Runde am Ende zu werden. Aber natürlich Mantis hier. Ja, potenziell, wenn denn da Wisdom irgendwann rausschleicht, könnte da von der Autosniper überrascht werden. Das könnten wir jetzt auch sehen. Dann gehen wir mal auf Mantis. Ja, der gibt ihm in den Kopf rein. Damit der Spieler da schon gefallen. Und man geht über den Weinkeller vor. Obere Mitte auch noch zwei stehen. Und der App-Spieler wird sich gleich zurückziehen. Wahrscheinlich die Bombe picken. Und dann will man über die Mitte. Währenddessen aber Like das Duell verloren gegen den Connector. Den Wennick da sehr, sehr gut verteidigt hat. Nachdem Mantis da auch mal teilweise das ein oder andere Problem hatte. Aber Mantis, der hat ja jetzt die Krone der Schöpfung gefunden mit seinem Autosniper. Und da hat er ein bisschen schlechtes Timing. Der Frag hätte da für ihn sein können, wenn er da zum anderen Zeitpunkt geguckt hätte. Dadurch auch Wennick nicht darauf vorbereitet, dass Thrazer gecrossed ist. Und Thrazer da mit einem leichten Frag gegen Wennick. Delcor mit der AWP, also offensiv. Das kann er definitiv. Bleibt auch stehen, aber Rocky hier mit dem Vorteil. Asmo nutzt das Timing am Window aus. Und damit nur noch Rocky im 1 gegen 3 und Asmo macht das einzig Richtige, hält sich da bedeckt und so kommt AYB tatsächlich nach ja, schwachem, teilweise unglücklichen Start hier noch auf 7 CT-Runden und ich denke, diese Kampfleistung gerade am Ende mit den 5 Runden in Folge ist absolut stark, was sie da gemacht haben und sind natürlich auch durch diese Pistol-Round und die dann verloren gegangene Folgerunde da ein bisschen in Missgunst geraten. Jetzt können sie das Ganze aber wieder gut machen und einen guten Start auf ihrer T-Seite hinlegen. Soll man ihm zumindest wünschen. Rocky mit der P2K da tatsächlich im Window abgestellt. Rocky hört die Nades, ist alles komplett geflasht und er nimmt den Bombenträger auch noch raus. Sie können sie aber relativ schnell retaken und damit ist es weh nicht so schlimm. Aber Thrazer kann da auch schon wieder Schaden verteilen. Lanze! Wie ist der denn da? Das war eine Krummkugel oder was? Thrazer macht weiter Schaden und der Spieler, der eigentlich Stress schieben sollte, jetzt übers Haus, Asmo, ja, der kommt dann, wenn alle anderen schon tot sind. Das ist ja mehr als unglücklich gelaufen, diese Runde. Und Thrazer am Ende sogar noch mit einem Jumpshot. 9 zu 7, Pistol Round geht an die Retail Row Gangsters. Und jetzt hat AYB die Chance auf Rache, denn jetzt könnten sie eine Folgerunde holen und quasi das Gleiche machen, was die Retail Row Gangsters auf ihrer T-Seite gemacht haben.
Wizard mit dem Molotow hier unten. Molly zieht sich davor. Also das könnte zu dem Schluss führen, dass hier unten keiner steht. Oh, Wizard! Jetzt haben wir noch mal eine Runde seines Lebens für ihn, oder was? Schnetzelt hier die Eco weg. Mit der PB Bison. Ja, die Frage ist, gehen sie jetzt halt auf die Bonusrunde? Denn jetzt wird natürlich gekauft bei AYB. Nein, machen sie nicht. Also die Bison, glaube ich, auch eine der Sachen, wo du sagst, nee, Bonusrunde nicht. Das macht man vielleicht bei der MP7, MP5, vielleicht noch eine MP9. Aber die Bison ist dann halt wirklich, weiß ich nicht, Haribo Goldbärenwerfer gegen Kevlar. Also, erster Spieler fällt da, Rocky kann refraggen, Like ist bekannt hier im Unterholz, aber die Flash sitzt da sehr, sehr gut. Er wird dann aber zwar auch geflasht, bleibt aber weiter defensiv, von daher gar keine schlimme Sache da an der Stelle für ihn. Die Flash, die kommt natürlich dann perfekt. Und Rocky weiter mit der AWP, macht das sehr, sehr sicher. Wennick müsste irgendwie an die Bombe rankommen, das könnte sogar noch klappen, aber ich glaube, die wird abgezielt, nein. Ich weiß nicht, ob sie den Pick nehmen. Den Pick konnten sie auch nicht sehen. Lanze hat da defensiv gestanden am Firebox. Also das heißt, Wennick jetzt die Bombe gepickt, ohne das Wissen der CTs. Und jetzt beginnen halt die Mindgames. Auf einem gewissen Zeitpunkt werden sie höchstwahrscheinlich entweder zusammen rumschieben oder sich halt 1-1 aufteilen. Und das passiert jetzt. Und jetzt ist es Rocky, der mit der AWP abzielt. Der ist gerade gut drauf. Und die Frage ist, guckt er Richtung Kurz, guckt er Richtung Apps? Ja, und zu welchem Zeitpunkt passiert das eine oder andere? Also Wennick schleicht sich vor an den Apps. Ja, jetzt kommt es, wie gesagt, auf dieses Timing an. Rocky hat jetzt den Arm gesehen. Schuss rausgebaitet von Wennick. Und damit kriegt er die Bombe down. Rocky geht vor, sollte auf seinen Mate warten. Das macht er jetzt auch, als er gemerkt hat, die Bombe wird tatsächlich durchgelegt. Und sie gehen auch zu zweit über die Kitchen. Und dann ist es ein leichter Frag für Rocky an dieser Stelle. Trotzdem, Wennick hat nochmal viel rausgeholt, hat den Plant mitgenommen. Dreier Loser-Bonus dazu. Und damit hat er doch schon seinem Team da einen Bärendienst erwiesen, denn das reicht dann genau für AK und Kevlar theoretisch. Das heißt, sie werden auch kaufen. Und das sind eben dann auch die Nuancen, die dann entscheiden können. So, Mantis zum Wohle der Utility auf der Galil. So, jetzt der Aufbau da am T-Spawn. Auch Mantis schiebt da nochmal hinterher. Sie haben halt wenig Utility. Sie können wirklich nur das Nötigste da rauswerfen. Und sie stehen schon mit 4 Mann bei den CT-Star. Rocky auch schon den ersten Frag da gemacht. Sie stehen halt so verdammt gebündelt und stark. Aber Delcor, der sagt nö. Und Angie sagt nochmal nö. Und damit haben sie die 4 Spieler am Spot rausgenommen. Das ist eigentlich ein Todesurteil. Das war eigentlich eine absolute Zange des Todes, in die sie da reingelaufen sind. Aber es kam halt zu wenig von den CTs. Es kamen halt nicht die Flashes, die dann zu dem Zeitpunkt kommen müssten. Sie haben noch nicht mit dem Zugriff gerechnet. Sie haben halt vorher mit Smokes oder irgendwas gerechnet. Aber da kam von beiden Seiten dann halt wenig Utility raus. Und dann war es ein bisschen unvorbereitet, weil normal hatten sie einen absolut großen Vorteil. Lanze mit den Frags in Kombination mit seinem Molotow Delcor nochmal rausbekommen. Aber muss dann auch einsehen, dass er hier saven muss. Also Lanze nimmt eine AK mit und die Möglichkeit zu droppen. Ein Wism könnte noch reinforcen, aber ich gehe dann doch eher davon aus, dass man dann hier jetzt die Sparrunde anlegt. Wobei, ja, Glaubensfrage. Jetzt aber erstmal bei AYB eine Pause. Denn auch die müssen gucken, wie sie jetzt am schlauesten kaufen. Mantis könnte eine legen. Und zumindest ein Spieler müsste entweder aufs Helmchen verzichten, was, denke ich mal, eher nicht gemacht wird, oder eben auf eine Galil oder eine andere Waffe gehen. Wennick hat da schon Equipment gekauft, wird wahrscheinlich der Spieler sein, der jetzt den Job kriegt. Mal sehen, wie sie das machen. Und auf der anderen Seite denke ich mal eher, dass man da vielleicht bei Wisdom, Deagle etc. vielleicht holt, aber dann einfach rund um die AK von Lanze aufbaut. Also schauen wir uns das doch mal an. Ich weiß nicht, ob hier schon gelegt wurde, genau. Also da wird dann die Waffe von Wennick gepickt. Mantis hat ja dann noch seine Waffe. Und Asu müsste dann noch gucken, was er kauft. Ich denke mal, so haben sie sich das jetzt vorgestellt. Und dann mal sehen. Also 11-8 aktuell der Spielstand. Jetzt
potenziell eine relativ leichte Runde für AYB. Das werden wir gleich sehen. Danach könnte dann auch wieder bei den Cetis gekauft werden. Ja, die Pause geht tatsächlich sogar eine Ecke länger. Also, Mädels und Jungs im Chat, wie geht's euch? Wie war euer Sonntag bis jetzt? Wie war euer Wochenende? Habt ihr das ganze Wochenende natürlich drauf hingefiebert? Mensch, am Sonntag ist doch wieder 19er Damage Liga Div 2. Da freuen wir uns alle drauf. Habt natürlich schon das Kakaopulver vorbereitet, um euch dann auch das adäquate Getränk zu diesem Cast hier dazu zu holen. Aber lasst doch mal ein bisschen hören, solange das Spiel auf Pause ist. Können wir ein bisschen schnacken, wenn ihr Lust drauf habt. Ein bisschen off-topic in den Pausen ist ja immer eine ganz feine Sache, sage ich immer. Oder gucken wir uns derweil auch mal die Zahlen an. Thrazer aktuell auf 20 Frags. Und Delco auf der anderen Seite, eben auch der, der ein bisschen rausgestochen ist, mit 17 Frags. Es sind zwar nur Frags, aber so vom Gefühl her auch die Spieler, die unabhängig von den Frags einen relativ großen Impact haben. Wisdom auch mit einigen starken Aktionen. Hat mich die ganze Zeit auf Werner gefreut. Ja, also das kann ich Wenig nachvollziehen. So, also Asmo, ich habe ja schon gesagt, er müsste dann wahrscheinlich verzichten. Und er verzichtet tatsächlich. Er nimmt die Mac-10. Jetzt müsste Mantis noch genau... Ja, also, sie haben dann auch das Kaufen so gemacht, wie ich es jetzt vermutet habe. Ich hätte jetzt nur nicht damit gerechnet, dass Asmo dann auf eine Mac-10 geht. Aber eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Denn man rechnet natürlich, und das ist ja auch gar nicht mal so falsch, mit einer Eco auf der anderen Seite. Die AK wurde hier... Ne, ich dachte gerade, die wurde gedroppt, aber die hat Lanze immer noch. Also da natürlich die Möglichkeit. Jetzt Asmo, der muss natürlich auch vorgeschickt werden. Deswegen bleiben wir jetzt auch gerade mal auf Asmo, denn er natürlich jetzt der Geldfarmer. Er der Einzige mit einer Waffe, die ein bisschen mehr Geld bringen kann. Aber sie laufen halt in den Stack da rein auf dem A-Spot. Aber das ist auch gar nicht allzu wild. Asmo, wie gesagt, derjenige, der wirklich nur dafür da war, potenziell Geld zu farmen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Jetzt wissen sie natürlich auch ganz genau, dass dieser eine Spieler nur vorgeschickt werden sollte und dass der Rest jetzt auf dem B-Spot ist. Aber auch diese Masse an Spielern, die dann im Endeffekt, das waren ja alle Fünfe, rübergeschoben ist, kann dann nicht wirklich viel machen. Sie machen das einzig Richtige, sie lassen den Spieler mit der Pistole, beziehungsweise jetzt der gepickten Mac-10 vorne stehen. Wie gesagt, auch die Möglichkeit, A, wenig zu verlieren, B, viel zu gewinnen. Und das ist jetzt auch passiert. Vielleicht kriegt er sogar noch die AWP gepickt und den AK-Spieler eben zurückschicken, damit diese Waffe auf jeden Fall sicher ist. Okay, da probiert das nochmal, das war nichts. Ist aber auch nicht schlimm, er hat einen Frag bekommen mit der Mac-10, somit ein bisschen Geld gesammelt. Und Lanze kann höchstwahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, wenn wir mal gucken, wo die Ts gerade langlaufen, auch seine Waffe durchbringen. Ja, nett oder nicht? Sieht doch alles relativ vernünftig aus. So, also Asmo... Wieder an der Mac-10, muss man sagen. Er hat sie ja nicht gesaved. Und sie wurde dann höchstwahrscheinlich... Eine gepickt wurde sie auch nicht. Also, er hat sie scheinbar nochmal nachgekauft. Ja, muss er, ja. Aber Asmo, aber auch da gibt es wieder keinen Frack. Und in dieser Runde dann nochmal die Mac-10 zu behalten, beziehungsweise nachzukaufen. Ich habe es gerade ehrlich gesagt nicht ganz verfolgt, weil ich gerade ganz kurz mal was lesen musste. Vielleicht nicht die beste Entscheidung. Lanze... Mit seiner Arcade auf dem Spot. Der hört halt alles und hat sich immer noch nicht gezeigt. Aber dann gehen beide Spieler da ganz, ganz schnell down. Man hat da über die Kitchen schon Rocky da. Und auch Like und Thrazer sind nicht allzu weit entfernt. Angie da auf kurz. Auf den kommt es erstmal an. Kann man diese erste Flanke schon mal dicht machen? Kann man. Und damit kann sich Angie halt auch auf die anderen Winkel konzentrieren. Rocky, der ist da noch im Rücken. Rocky mit dem ersten. Aber dann läuft er gegen die Kante im Reload. Ja, undankbare Situation. Ein Spieler von kurz einer links neben dir, da läuft er gegen die Kante. Ne, also ganz ehrlich, da kannst du halt nicht mehr wirklich viel machen. Deckung war da quasi nicht mehr zu finden. Ja, und das eben auch irgendwie ein Stück weit das, was ich am Anfang angesprochen hatte. Das werden keine 16-5-Maps hier heute werden. Das werden halt wirklich 16-14, 16-13... Ein Overtime würde mich auch nicht so stark wundern. So habe ich das Ganze mir hier vorgestellt. Deswegen halt auch am Anfang die Aussage, es werden wahrscheinlich zwei knappe Maps. Und da sehe ich die Möglichkeit, dass eine davon eben halt auch an die Retail Raw Gangsters geht und nicht an AYB. Und daher habe ich halt auch das 1:1 getippt.
Lanze macht da jetzt Sound, das erregt natürlich die Aufmerksamkeit von Engie, währenddessen ist in der Mitte auch schon gut Stress, aber es war auch der einzige Spieler, der da gedeckt hat und damit die Mitte jetzt zumindest schon mal komplett frei für AYB. Rocky ist dann noch abgesmoked. Versucht jetzt hier in die linke Ecke des Windows nochmal reinzukommen. Wenn natürlich jetzt ein Boost kommt, könnte er da vielleicht sogar den Vorteil haben. Jetzt auch Wism von kurz da. Und jetzt vielleicht nochmal so ein Deagle-Click, könnte die Runde nochmal gut eröffnen, aber da ist es ihm nicht gewogen. Und Wennick dann von unten aus der Weinkeller-Position, leichter Frag für ihn. Ja, und so nimmt man hier ganz routiniert Stück für Stück die Spieler raus. Lanze da mit Aim-Schwierigkeiten an der Deagle. Aber manchmal will die Deagle einfach nicht so, wie du willst. Boah, Rocky macht auch noch ein bisschen Schaden, aber wir sehen alle 5 Spieler noch am Leben, auch wenn sie alle ein bisschen Schaden bekommen haben, außer Delcor. Werden sie das Ganze doch wahrscheinlich flawless durchbringen? Nein, Like bekommt nochmal Wennick und will zumindest sich nochmal die AK picken. Und jetzt heißt es dann auch, Schallknüppel oben links, vorher am besten runterdrücken und dann Rückwärtsgang und gib ihm. Und diese AK in Sicherheit bringen. Kaufen ist möglich in der nächsten Runde. 4er Loser-Bonus auf das aktuelle Kapital drauf. Am besten halt noch diese AK mitbringen. Das hat nicht funktioniert. Ändert natürlich nichts daran, dass sie kaufen können. Wäre aber natürlich eine kleine Entlastung gewesen und zudem halt eine AK. Das ist auch nicht zu verleugnen, dass sie die wahrscheinlich sehr, sehr gerne mitgenommen hätten. So, also jetzt der dritte Spieler, der hier mit der AWP in den Ring geschickt wird. Diesmal ist es Frazer. Das hat hier so ein bisschen was von Team Liquid. Da kann jeder mal die AWP nehmen. Also wir haben jetzt am Anfang was Rocky. Dann war es, glaube ich, Wism. Nagelt mich nicht drauf fest. Und jetzt eben Frazer an der AWP. So, pusht über die BFs. Lanze, Close Position. Da geht komplett Gold rum. Was soll er auch sonst machen? Muss damit rechnen, komplett überrannt zu werden. Oh, der Spray da einfach Richtung kurz durch. Damit fällt Frazer mit der AWP. Asmuk rechnet das schon mit dem Spieler vom Weinkeller. Und was passiert denn hier jetzt gerade? Das ist ja Execute par excellence. AYB überfährt hier einfach mal mit ganz, ganz viel Druck den B-Sport. Einfach ein Go, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet haben. Vor allem nicht bei einer Waffenrunde. So, Tactical Timeout bei den Retail Rogue Gangsters. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt. Also sie merken, das Spiel entgleitet so langsam und sicher. Wir hatten einen starken Anfang und jetzt haben wir 5 Runden in Folge verloren und müssen uns erstmal kurz sammeln und gucken, woran hat es denn nun eigentlich gelegen. Dass wir hier jetzt teilweise dann auch stark überfahren werden. Wenn wir jetzt einfach mal die letzte Runde so als Paradebeispiel nehmen. Dass AYB hier immer weiter erstarkt und die Retail Rogue Gangsters so ein bisschen in ein leichtes, unkoordiniertes Spiel verfallen. Also da oft Einzelaktionen machen, die nicht sein müssten. Hier und da fehlen halt auch ganz simple Flashes, um da Mates mal zu supporten. Ja, und da wird es dann eben eine ganz schwierige Aufgabe, weil solche Sachen müssen dann auch funktionieren, wenn du halt ein Team vom Kaliber AYB halt auch über eine gesamte Map irgendwie kontrollieren willst oder halt auch generell schlagen möchtest. Und deswegen, wie gesagt, die Tactical jetzt eigentlich keine schlechte Sache. Gerade eben, wenn gerade so ein starker Go kam, also ein starker temporeicher Go auch kam, einfach mal das Tempo rauszunehmen und zu sagen, okay, wir wurden gerade überfahren, abhaken, woran hat diese Überfahrt gerade gelegen, was können wir anders machen und halt auch so ein bisschen das Momentum quasi rausnehmen beim Gegner. Also daher super Zeitpunkt hier, um Ruhe reinzubringen. So, zumindest vom Geld her wird man nicht viel machen bei den Retail Rogue Gangsters. Like geht da jetzt auf die MP5. Also da müssen wir mal gucken, was da jetzt... Also klar, Max-Loser-Bonus, keine Frage. Aber die Frage ist halt, was kaufen jetzt seine Mates noch? Weil alle könnten ja theoretisch ein kleines Invest machen. Thrazer, Deagle, Kevlar. Wism 5-7 und Kevlar. Lanze könnte auch noch eine Pistol holen. Gegebenenfalls wollen sie einen dann noch als AWP-Käufer überlassen. Das wird wahrscheinlich Rocky sein, denn der geht nur auf die P250. Also da scheinbar auch die Diskussion über das Kaufen, ja, jetzt beendet.
CZ, Deagle, MP5, 5.7 und P250. Also da ein bunter Blumenstrauß von den Waffen. Wen stellt man da jetzt ab? Rocky stellt man mit der P250 ohne Kevlar jetzt ins Window. Also das ist eine reine Infoposition an dieser Stelle. Ja, und der A-Spot im Prinzip offen. Like, offensive Position im Palace. Wieso nicht? Ist zumindest eine Überraschungsposition. Das Problem ist nur, dass sie komplett über die Mitte, wo eben auch keiner steht, außer eben der eine Infospieler, jetzt auf den Spot gehen. Gut natürlich, wenn wir jetzt gerade die Map angucken, sie können natürlich jetzt sofort rüberschieben. Das macht eben die Infoposi am Window. Klar, Rocky fällt jetzt, hat auch nicht viel dabei. $300 verloren, ist nicht allzu wild. Aber die Info war halt eben da, um komplett direkt rüber zu schieben. Wizard mit dem freckigen Asmo. Und auch Like. Ja, die haben nicht damit gerechnet, dass einer am Pelle steht. Absolute Key-Posi hier jetzt von Like. Und er macht das mit der MP5. Wie geil ist das denn? Und es kann nochmal eine AK gepickt werden. Sie stehen auf dem Spot. Jetzt dürfen sie nicht nur weiter einfach reinlaufen. Sie müssen Delco jetzt kontrolliert rausnehmen. Haben sie ein Kit? Sie haben kein Kit. Sie müssen da jetzt irgendwie den Frack machen. Smoke kommt und er zieht rüber. Delco fällt. Und das reicht. Und sie haben die Runde. Boah, aber was für eine Runde war das bitte? Also die Runde wurde eigentlich komplett... Ich vergesse immer, dass ich nicht mehr zeichnen kann. komplett von Like entschieden, der sich dazu entschieden hat, sich in den Palace zu stellen, lange, lange nichts zu machen, sich nicht zu verraten, den Charlie der MP5 dann auszunutzen und im richtigen Moment eben vom Palace da auch aus anzugreifen. Denn eigentlich war das Ganze schon verloren in dem Moment... als sie da komplett auf den Spot gegast sind. Also sehr, sehr interessante Runde. So, Wenig einfach mal mit Carajo drauf. Wizard komplett überrascht noch mit der Nate in der Hand. Das heißt, nur noch Like und der stand schon so oft bei solchen richtigen Waffenrunden dann halt auch im Unterholz, dass sie das dieses Mal sofort abzielen. Und es hat ihn schon mal eine Runde das Genick gebrochen. Auch als Afterplay nimmt er sich die Posi da sehr, sehr gerne. Und jetzt halt wieder so eine Runde. Jetzt haben sie ja das Equipment, jetzt haben sie ja das Geld. Und jetzt, da kriegt man fast schon einen Krampf beim Zugucken. Und sich denkt, ihr könnt's doch, ihr habt doch die Moves, jetzt spielt's doch auch mit Waffen aus. Jetzt aber wieder ein ganz starker Go von AYB. Beziehungsweise muss man halt auch sagen, der erste... Oh, Rocky. Die AWP könnte jetzt flöten gehen. Nein, da kriegt er nochmal den Frag. Lanze auch noch einen weiteren Frag. Und so viel Hunten sollte AYB auch nicht. Klar, Geld ist da, aber auch nicht im Überfluss. Und Lanze dann nochmal einen weiteren Frag. Vielleicht sollten sie es jetzt dabei belassen. Aber Lanze natürlich jemand, der zwei Waffen legen könnte. Und das jetzt auch kann. Und damit werden sie höchstwahrscheinlich nochmal kaufen. Lanze legt zwei. Strazer kauft wahrscheinlich AWP oder irgendwas in der Richtung. Damit nur ein Spieler, der auf Pistol geht. Was wahrscheinlich Rocky sein wird. Also die Runde natürlich eröffnet durch diesen Frag von der Main. Wenig war das. Der ein Spieler, der ungünstig erwischt. Zweite Spieler war dann halt aufgrund von Erfahrungswerten relativ klar, dass das Like da im Unterholz sein wird und dass da nichts sonst mehr steht. Und so hat dann AYB das Ganze unglaublich sauber einfach runtergespielt. Ohne, dass sie da irgendwie noch eine Chance verteilt haben. Gehen dann auch noch sehr stark hunten, was sie natürlich selber jetzt im Geld relativ runterbringt. Und am Ende hat halt Lanze überlebt, der eben zwei Waffen legen kann. Damit halt das Ziel nicht erfüllt, dass man sich gegebenenfalls in eine Pistol-Kevlar-Runde oder irgendwas drängen könnte. So, Wisdom Nummer 1, Wisdom Nummer 2 nicht. Aber jetzt stehen sie ein bisschen stärker am Spot. Rocky aber nur mit der CZ. Trotzdem hier eine Posi, aus der er vielleicht was machen kann. Zwei Spieler am CT und jetzt vielleicht das richtige Timing für Strazer. Ja, gewinnt das Duell hier und damit könnte jetzt jederzeit auch noch was an der Main kommen. Und das macht eben Unruhe. Kommt er jetzt über Main, kommt er über Palace und hier sehen wir schon zwei Spieler, die sofort in diese Richtung gehen, weil sie wissen, Strazer könnte da kommen und das nimmt natürlich Aufmerksamkeit vom Spot und da konnte Lanze jetzt Engie rausnehmen. Damit muss jetzt hier schnell der Spieler gefunden werden, der wird gefunden und damit ist es ein 2 gegen 2. Smoke wird nicht auf die Bombe gelegt, wird Richtung Main geworfen, Like wird da komplett geblendet, aber er macht irgendwie trotzdem den Frag. Nochmal undefused und Like mit dem zweiten. Und damit kann Lanze... Ja doch, Lanze kann damit durchdiffusen. Auch ohne Kit. Wie ist das denn gerade passiert? Wie hat er denn da komplett Gold noch irgendwie die Runde geholt? Was für ein verrücktes Spiel an diesem Abend. Ja, Metal, Leute. Das haben sich die Retail Row Gangsters gerade auch gedacht. Ach komm, Metal, Leute, wir machen es einfach. Wir ziehen einfach knallhart durch. Also die Runden sind hier gerade absolut verrückt. Zu beiden Richtungen passiert hier gerade... Alles, was nicht so ganz natürlich ist und alles, was irgendwie nicht so typisch ist.
So, Angie, jetzt mal offensiv mit dem Molly in der Hand. Direkt mal den Van hier ausschließen, die Offensivposition ausschließen. Ich sagte erst, der wollte da Richtung Van. Jetzt wird er abgeworfen von der Nate. 50 HP da direkt verloren. Mitte-Kontrolle, derweil aufgebaut. Asmo alleine an der Main. Und jetzt wird es halt interessant. Wisdom da schon durch, könnte da gleich von hinten aggressiv werden. Und sie stehen halt mit Rocky ungünstig dafür, dass gleich was Connector kommen könnte. Die Frage ist, kriegt er das vorher von Like angesagt? Oder hat er jetzt zu lange defensiv gestanden? Ich könnte fast sagen, er stand zu lange defensiv. Rocky hat natürlich auf dem Schirm, dass da was kommen kann, weil Like eben defensiv nur kurz abdeckt. Jetzt aber auch Wisdom, der sich zurückgezogen hat von dieser offensiven Position, nachdem er da Asmo nehmen konnte. Rocky und Like bekommen da die Frags. Rocky mit der Nate. Shrazer da auch eine gute Position dafür. Und so gewinnen sie da alle Duelle. Und es fing alles an mit einem guten Laufweg im Palace und endete hier in insgesamt 4 Frags. Und einem Delco mit der AWP. Hat er die jetzt? Ja, sie hätten halt nächste Runde nur die AWP. Trotzdem, durchbringen wäre nicht verkehrt. Am besten macht Delco jetzt noch einen Haufen an Schaden. Denn bei den CTs ist das Geld auf jeden Fall Mangelware. Er kann nichts mehr machen. Thrazer setzt den Schlusspunkt in dieser Runde. 14-13, wenig Geld bei AYB. Und damit könnte, ja, das heißt könnte, muss man höchstwahrscheinlich die Rita Raw Gangsters hier auf den Map Point rankommen lassen. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter. So, was macht man in dieser Eco? Irgendwie die Bombe da umkriegen. Was ist das Ziel? So, wieder dieser Molly von Wisdom. Das haben sie aber schon mal gespielt, aber das wird auch gar nicht allzu interessant hier, denn Like und Rocky machen die Frags und Wisdom, der schießt da zwar ein bisschen, bekommt aber keinen einzigen, ist auch komplett egal. Sie wollten einfach nur irgendwie drauf pushen, irgendwie den Plan kriegen. Sei es drum, jetzt wird es wichtig, denn jetzt zählt es. Für die Retail Rogue Gangsters, die gute Nachricht, sie werden nicht mehr in Geldprobleme kommen. In dieser regulären Spielzeit sollte es denn eine Overtime geben. Entweder sie machen das Ding jetzt hier komplett dicht. Oder es gibt eine letzte Runde, die eine komplette Waffenrunde sein wird. Wenn überhaupt, kommt AYB dann in Geldbedrängnis, wenn sie hier zu wenig durchbringen. Aber jetzt geht's drauf. Doppeldeckung am B-Sport. Thrazer hat die Posi schon mal gespielt. Die wird auch gecheckt, aber Thrazer bekommt da viel zu viel. Und dann ist es immer noch Lanze, der da auch noch steht. Der hat auch schon einen bekommen, macht dann nochmal viel Schaden. Angie und Asmo im 2 gegen 3. Angie da schon ganz, ganz low. Droppt dann nochmal auf 3 HP durch den Molotov. Jetzt 1 gegen 3 für Asmo. Also der Posi am Van. Bombe liegt sehr, sehr ungünstig. Kommt dann nochmal vorbei. Aber dann ist es Rocky mit der AWP. 16 zu 13. Und tatsächlich schafft es das Liner von Thrazer, Like, Rocky, Lanze und Wisdom AYB in die Knie zu zwingen. Zumindest gibt es nochmal ein bisschen Trostpflaster mit den Kisten für AYB und natürlich immer noch die Chance, jetzt auf der nächsten Map richtig ranzukommen. Das wird DE Cash sein und da freuen wir uns natürlich schon riesig drauf, wenn das gleich losgeht. Wir haben zwei Teams auf Augenhöhe, wir haben zwei Teams, die sich gerade einen richtig, richtig krassen Fight geliefert haben und ich hoffe, dass sie das auf der zweiten Map auch machen. Ihr könnt vorbeischauen im 99 Damage Forum. Da seht ihr jetzt im Chat eingeblendet Caster Feedback. Da könnt ihr mir Feedback für den Cast hinterlassen. Das geht die ganze Zeit, das geht immer, das geht volle Kajüte. Und ansonsten schaut bei Twitter vorbei, @99damage oder @derdeathray. Dazu seid ihr auch immer herzlich eingeladen. Wir gehen in eine ganz kurze Pause und wir sehen uns dann wieder auf DE Cash. Bis gleich.